Dieses Video führt dich durch das Verfahren zur Installation des RAM Eagle Access Transmission Systems. Eine Liste aller benötigten Werkzeuge und Zubehörteile findest du in der Bedienungsanleitung auf sram.com/service und als Link in der nachfolgenden Videobeschreibung. Die Montage der SRAM Eagle Access Transmission erfolgt anders als bei allen früheren Systemen, indem wir jede Komponente spezifisch für dein Fahrrad vorbereiten, die Komponenten lose anbringen und dann in einer bestimmten Reihenfolge festziehen. Das Montageverfahren ist einfacher als je zuvor, jedoch völlig neu. Führe die Montage und Einrichtung in der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Reihenfolge durch. Bevor wir die Komponenten vorbereiten, besuche das Access Web auf SRAM.com oder verwende die SRAM Access App, um Folgendes zu bestimmen: Kettenlänge, Position des Setup Keys und Setup Ritzel. Weitere Informationen zur Installation der Eagle Transmission Kassette und der DAB-Kurbeln findest du im Video, das in der rechten oberen Ecke verlinkt ist, und in der Bedienungsanleitung auf sram.com/service. Positioniere die Klemmschelle oder die rechte Klemme an der rechten Lenkerposition. Montiere den Pod-Controller so, dass die Pfeilspitze an dem offenen Schlitz in der Klemmschelle ausgerichtet ist. Löse bei Bedarf die Klemmschraube. Montiere den Pod-Controller lose am Lenker. Passe die Position an die Vorliebe des Fahrers an. Ziehe die Schrauben fest. Setze einen geladenen SRAM-Akku in das Schaltwerk ein. Halte die Access-Taste am Schaltwerk gedrückt, bis die grüne LED langsam blinkt. Lasse dann die Taste wieder los. Halte die Access-Taste am Controller gedrückt, bis die grüne LED schnell blinkt. Lasse dann die Taste los. Drücke kurz die Access-Taste am Schaltwerk, um die Kopplung zu beenden, oder warte 30 Sekunden, bis die Kopplung automatisch beendet wird. Der Kopplungsvorgang braucht nicht wiederholt zu werden, wenn Akkus entfernt und/oder eingesetzt werden. Zähle von der Gesamtlänge einer neuen T-Type-Kette zur Anzahl der Kettenglieder herunter, die vom Chain Calculator oder von der App ermittelt wurde. Oder verwende das Längenwerkzeug für T-Type-Ketten in der gedruckten Bedienungsanleitung. Öffne die Kette mit einem zugelassenen Kettennieter am inneren Glied. Entferne den Setup-Key mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vom Schaltwerk. Stelle den Setup-Key auf die Position ein, die für dein Fahrrad angegeben wird. Setze den Setup-Key so in das Schaltwerk ein, dass die Aussparung auf den entsprechenden Buchstaben A oder B ausgerichtet ist. Wenn der Setup-Key nicht auf die richtige Position eingestellt wird, ist das Chain Gap nicht korrekt, beeinträchtigt das die Schaltleistung und dann kann es sogar zu Schäden am Schaltwerk und/oder dem Fahrradrahmen kommen. Drücke die obere Taste am Controller, um das Schaltwerk in die äußere Position zu schalten. Drücke alternativ die Access-Taste am Schaltwerk einmal kurz, um das Schaltwerk jeweils um eine Position nach außen zu bewegen, bis es sich in der äußersten Position befindet. Drücke die untere Taste am Controller, um das nicht montierte Schaltwerk in die Position für das Setup-Ritzel, das heißt 21 Zähne oder 24 Zähne, zu schalten, wie in Access Web oder der Access App angegeben. Schalte von der äußeren Position 5-mal für das Ritzel mit 21 Zähnen bzw. 6-mal für das Ritzel mit 24 Zähnen. Drücke alternativ die Access-Taste am Schaltwerk 2-mal schnell, um das Schaltwerk jeweils um eine Position nach innen zu bewegen, bis es sich in der Position für das Setup-Ritzel befindet. Das UDH muss vor dem Einbau des Schaltwerks vom Rahmen entfernt werden. Drehe die UDH-Schraube im Uhrzeigersinn, um sie aus dem Gewinde des Schaltauges zu drehen. Die UDH-Schraube hat ein Linksgewinde. Drehe die Schraube zum Lösen im Uhrzeigersinn. Entferne die rahmenspezifische UDH-Unterlegscheibe zusammen mit der UDH-Schraube. Drehe das UDH-Schaltauge nach hinten, um es aus der Aufnahme zu lösen. Entferne das UDH-Schaltauge aus dem Rahmen. Achte bei Split-Pivot-Rahmen darauf, dass keine der Unterlegscheiben zwischen Aufnahme und Kettenstreben verloren gehen. Entferne die Befestigungsschraube und den Rahmenbuchseneinsatz vom Schaltwerk. Säubere den Rahmen, um Schmierfett und Schmutz zu entfernen. Montiere den Rahmenbuchseneinsatz so von außen, dass die schwarze Seite in der Direktmontageaufnahme nach außen weist. Montiere bei Split-Pivot-Rahmen wieder alle Unterlegscheiben zwischen Aufnahme und Kettenstreben. Bevor du fortfährst, stelle sicher, dass die Käfigbaugruppe fest am Schaltwerkkörper angezogen ist. Trage Schmierfett auf das Gewinde der Befestigungsschraube und der Welle auf.
Montiere das Transmission-Schaltwerk so, dass die Befestigungsbaugruppe über die Direktmontageaufnahme und den Rahmenbuchseneinsatz geschoben wird. Bringe die Befestigungsschraube an und ziehe sie im Uhrzeigersinn fest. Löse die Befestigungsschraube um eine volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Drehe den Schaltwerkkäfig nach vorne, bis das Vorhängeschloss-Symbol auf dem Käfig den Setup-Key-Knopf freigibt. Drücke den Knopf, um den Käfig in der ausgezogenen Position zu fixieren. Das Schaltwerk ist federbelastet und kehrt schnell aus der offenen Käfigposition zurück. Halte die Finger von Quetschstellen fern. Trage vor dem Einbau der Achse Schmierfett auf das Steckachsengewinde auf. Baue die Steckachse und das Laufrad gemäß den Anweisungen des Herstellers ein und ziehe sie fest. Löse die Steckachsenschraube um eine volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Stopp! Vergewissere dich, dass die Kette auf die richtige Länge gekürzt wurde, das Schaltwerk auf das Setup-Ritzel geschaltet ist und der Setup-Key des Schaltwerks sich in der in Access Web oder der Access App angegebenen und im Abschnitt Komponenten vorbereiten eingestellten Position befindet. E-Bikes müssen vor dem Fortfahren ausgeschaltet werden. Setze die ordnungsgemäß gekürzte Eagle T-Type-Kette auf das Setup-Ritzel mit 21 Zähnen oder 24 Zähnen auf und führe die Kette so durch die Schaltwerkrollen, dass die flache Seite der Kette nach außen weist. Achte darauf, die Kette unter dem Steg im Käfig durchzuführen. Ziehe die beiden Enden der Kette zusammen und montiere den Powerlock-Verschluss. Drücke die beiden Powerlock-Verschlussglieder zusammen. Der Pfeil auf der äußeren Platte muss in die Kettenlaufrichtung weisen, bevor du den Powerlock verschließt. Der Powerlock kann nicht wiederverwendet werden, wenn er abgenommen wird. Drehe den Schaltwerkkäfig nach vorne, um ihn aus der vollständig ausgezogenen Position zu lösen. Raste den Cage-Mode-Knopf am Schaltwerkkäfig an der Stelle ein, an der die beiden Einstelllinien zusammentreffen. Das Schaltwerk ist federbelastet und kehrt schnell nach hinten zurück. Halte die Finger von Quetschstellen fern. Stelle sicher, dass die beiden Hälften des Powerlock-Verschlusses richtig ausgerichtet sind. Verschließe den Powerlock-Verschluss mit einer Kettenverschlussgliedzange. Drehe alternativ die Kurbel, bis sich der Powerlock über der Kettenstrebe befindet und prüfe, dass die beiden Hälften noch verbunden sind. Betätige die Hinterbremse und drücke den Kurbelarm kräftig nach unten, um den Powerlock zu verschließen. Du solltest hören und spüren, wie der Powerlock-Verschluss einrastet. Überprüfe den Powerlock-Verschluss mit den Fingern, um sicherzustellen, dass er sich frei bewegen lässt. Der Powerlock-Verschluss ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Der Powerlock kann nur mit einer Kettenverschlussgliedzange entfernt werden und darf nicht wiederverwendet werden. Bringe beim Einbau einer neuen Kette immer einen neuen Powerlock an. Bei Wiederverwendung eines Powerlock-Verschlusses kann sich die Kette öffnen, was zu einem Sturz führen kann. Bevor du fortfährst, musst du überprüfen, dass alle Schritte in den Abschnitten Komponenten vorbereiten und Komponenten vormontieren durchgeführt wurden, dass die Kette ordnungsgemäß über das Setup-Ritzel und das Kettenblatt läuft, dass der Käfig in der Einstellposition eingerastet ist und dass die Federung des Fahrrads, sofern nicht anderweitig angewiesen, nicht eingefedert ist. Ziehe den unteren Käfig des Transmission-Schaltwerks nach hinten, damit die Kette nicht durchhängt. Ziehe ihn weiter nach hinten, während du die Kurbel um zwei Umdrehungen nach vorne drehst und vergewissere dich, dass die Kette auf dem Setup-Ritzel bleibt. Für Fahrräder, die das Setup-Ritzel mit 24 Zähnen oder Gang 6 verwenden, musst du mit zwei vollständigen Kurbelumdrehungen sicherstellen, dass die Kette vollständig auf dem X-Sync-Kassettenzahnkranzprofil sitzt. Justiere die Kette nach Bedarf. Ziehe die Befestigungsschraube fest, während du den unteren Käfig des Schaltwerks weiterhin nach hinten ziehst und lasse den Käfig dann los. Wenn die Kette nach dem Festziehen der Befestigungsschraube weiter durchhängt, löse die Befestigungsschraube und wiederhole die vorherigen Schritte. Vergewissere dich, dass die Markierung auf dem Rändelring an der Markierung der Befestigungsbaugruppe des Schaltwerks ausgerichtet ist. Wenn sie nicht richtig ausgerichtet ist, löse die Befestigungsschraube, drehe den Rändelring, bis er den Rändelringanschlag berührt und wiederhole die vorherigen Schritte. Ziehe die Hinterradachse mit dem vom Rahmen- oder Achsenhersteller angegebenen Anzugsmoment fest. Gebe den Käfig aus dem Einstellungsmodus frei, indem du den Käfig nach vorn drehst und vorsichtig in die entriegelte Position zurückkehren lässt. Damit ist die Montage des Systems abgeschlossen. Dieses System beinhaltet keine Einstellschrauben. Wenn du eines der folgenden Elemente an deinem Fahrrad änderst, musst du das gesamte Montageverfahren wiederholen. Kettenblattgröße, Anpassung der Geometrie über die Kettenstrebenlänge oder die Position einer unteren Umlenkrolle. Wenn du das vollständige Montageverfahren nach einer Änderung der Kettenblattgröße, der Geometrie oder Position einer unteren Umlenkrolle nicht wiederholst, kann es zu einer Beeinträchtigung der Schaltleistung und sogar zu Schäden am Schaltwerk und/oder Fahrradrahmen kommen. Drehe die Tretkurbel langsam und drücke die untere Taste am Access-Pod-Controller, um das Schaltwerk vollständig nach innen zu schalten. Drehe die Tretkurbel weiterhin langsam und drücke die obere Taste am Access-Pod-Controller, um das Schaltwerk vollständig nach außen zu schalten. Die Schaltwerkrollen erscheinen möglicherweise nicht aufeinander ausgerichtet. Der Versatz ist beabsichtigt, um den Lauf und die Laufrichtung der Kette zum Kettenblatt zu verbessern.
Optimiere die Schaltleistung des Schaltwerks und verhindere unerwünschte Schleifgeräusche, indem du die Position des Schaltwerks mit Micro-Adjust justierst. Micro-Adjust wirkt sich auf die Schaltwerkposition über alle Ritzel hinweg aus. Es gibt keine unabhängige Einstellung für jedes Ritzel. Halte die Access-Taste des Controllers gedrückt, während du eine Taste am Controller drückst. Die untere Taste justiert das Schaltwerk 0,2 mm nach innen und verbessert das Schalten auf ein inneres Ritzel. Die obere Taste justiert das Schaltwerk 0,2 mm nach außen und verbessert das Schalten auf ein äußeres Ritzel. Wenn du die Schalttasten in der Access-App individualisiert hast, folgen die Mikroeinstellungen diesen Vorgaben. Das Schaltwerk zeigt eventuell keine sichtbare Bewegung. Achte darauf, ob die LED blinkt, um zu bestätigen, dass das Schaltwerk den Befehl ausgeführt hat. Verwende die SRAM Access App als alternative Methode für die Micro-Adjust-Abstimmung, wenn das Fahrrad nicht über Schalttasten verfügt oder diese nicht zugänglich sind. Wenn auch nicht geschehen, lade die SRAM Access App herunter, die in den App-Stores kostenlos verfügbar ist. Verwende die App, um dein Konto zu erstellen, Komponenten hinzuzufügen und dein SRAM Access Benutzererlebnis anzupassen. Damit ist das Verfahren zur Installation des SRAM Eagle Access Transmission Systems abgeschlossen.